Sie prägte das Wort radioaktiv, war die erste Frau, die einen Nobelpreis gewinnen konnte, und das Ganze gleich zweimal. Sie entdeckte zwei chemische Elemente und ihre Forschung veränderte die Welt. Doch wer ist eigentlich Marie Curie? Maria Sklodowska, wie ihr Geburtsname war, wurde am 7. November 1867 in der polnischen Hauptstadt Warschau geboren. In ihrem Elternhaus spielte Bildung eine große Rolle, denn ihr Vater war Lehrer für Mathematik und Physik und ihre Mutter die Leiterin einer Mädchenschule. Marie war bereits als Kind sehr wissbegierig und fasziniert von den unterschiedlichsten Themengebieten. Sie schloss mit 15 Jahren das Abitur als Klassenbeste ab und wollte im Anschluss direkt studieren. Dies war im Jahr 1882 für Frauen leider noch untersagt, weshalb sie zunächst Hauslehrerin wurde und mit ihrem Vater nebenbei im Gebiet der Physik experimentierte. 1891 schließlich reiste Marie Curie nach Frankreich, um ihr lang ersehntes Studium der Physik an der Universität Sorbonne in Paris zu beginnen. Als eine von 23 Frauen von über 1800 Studierenden. Auch hier schnitt sie trotz der neuen Sprache fast immer mit Bestleistung ab. Durch ihre sehr guten Leistungen an der Universität wurde sie von der Gesellschaft zur Förderung der Nationalindustrie gebeten, für diese Studien anzufertigen. Im Rahmen dieser Studien begegnete sie dem Physiker Pierre Curie und zog mit diesem gemeinsam in ein Labor ein. Die beiden wurden ein Paar und heirateten im Jahr 1895. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts war Marie Curie auf der Suche nach einem Thema für ihre Doktorarbeit und stieß dabei auf die Forschungsergebnisse des französischen Forschers Henri Becquerel, der das Schwermetall Uran untersuchte. Sie stellte fest, dass es Strahlen aussendete. Marie und Pierre Curie untersuchten Uran weiter und verwendeten für das Element und die Strahlen erstmals den Begriff radioaktiv. Damals dachten die beiden, dass radioaktive Strahlen zur Heilung von Krankheiten helfen könnten. Heute wissen wir, dass radioaktive Strahlung extrem gefährlich ist. Für den Erfolg ihrer Forschung bekamen Marie und ihr Ehemann Pierre 1903 gemeinsam den Nobelpreis für Physik verliehen. Das Ehepaar Curie war nun in wissenschaftlichen Kreisen in aller Munde und bekam erstmals ihre Forschung sogar finanziert. Als 1906 Pierre Curie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, versinkt Marie in schwerer Trauer. Sie denkt kurzzeitig darüber nach, keine Forschung mehr zu betreiben. Dennoch entschied sie sich dazu, den Lehrstuhl ihres Mannes an der Universität Sorbonne zu übernehmen und wurde somit zur ersten Frau, die an einer Universität aktiv lehrte. Im Jahr 1911 sollte Curie erneut in den höchsten wissenschaftlichen Kreisen ausgezeichnet werden. Für die Entdeckung und Erforschung der chemischen Elemente Polonium und Radium verlieh man ihr den Nobelpreis für Chemie. Ab dieser Zeit verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand von Marie Curie deutlich. Dennoch hielt sie es nicht davon ab, im Ersten Weltkrieg mit Hilfe von mobilen Röntgeneinrichtungen verletzten Soldaten zu helfen. In den 1920er Jahren schließlich versagten ihre Augen und Ohren. Sie zog sich schweren Herzens aus der Wissenschaft zurück. Marie Curie verstarb am 4. Juli 1934 an den Folgen einer schweren Erkrankung. Heute wissen wir, dass die radioaktiven Strahlen, denen sie sich während ihrer Forschung dauerhaft aussetzte, für ihre Krankheit verantwortlich waren. Marie Curie verschrieb ihr Leben der Forschung. Sie erntete bereits zu Lebzeiten den größten Respekt für ihre Arbeit und setzte sich in einer männerdominierten Welt, in der Bildung für Frauen alles andere als selbstverständlich war, durch ihr Talent, ihre Intelligenz und ihren Fleiß durch. Marie Curie inspirierte viele Frauen, selbst in der Wissenschaft aktiv zu werden. Ein Jahr nach Marie Curies Tod gewann ihre Tochter Irène Joliot-Curie gemeinsam mit ihrem Ehemann Frédéric den Nobelpreis für Chemie. Ihre Mutter wäre sicherlich sehr stolz gewesen.